الأكبر. Das heißt, der große Omar. Der dritte Sohn, der kleine Omar. Allah ist so. Das heißt, erster Abu Bakr, zweiter ist Omar Akbar und der dritte ist Omar Asghar. Wie kann ich meine Söhne also mit einem Namen, den ich hasse, nennen? Und auch die vierte heißt Uthman. Alle sind von Ali. Und die sagen, dass Omar, dass Abu Bakr und Omar und Uthman, die haben diese Wilaya des Imama von Ali weggenommen. Das kann nie sein. Allah, das kann nie sein. Und was komisch ist, das steht in ihren Büchern. هذا ثابت في كتب الشيعة في كشف الغمة في معرفة الأئمة في كتاب الإرشاد للمفيد. Die sagen nicht, dass nicht also diesen Namen von denen nicht gibt. Doch, die sagen, erste ist Abu Bakr, von, also Sohn von Ali, Abu Bakr, Umar Akbar, Umar Asghar, Uthman. Wie kann, wallahi, das sind ihre Bücher. Subhanallah. Nein. Nicht nur das. وكذلك الحسن ابن علي. الحسن ابن علي رضي الله عنه رزق بولد فسماه أبي بكر. والآخر سماه عمر. Wer noch? وكذلك الحسين ابن علي عنده ولد اسمه أبو بكر وآخر عمر وعلي رضي الله عنه أول من سمى أولاده بهذه الأسماء في قريش. The first man that seine Kinder so genannt hat in Quraysh. Das heißt, da war eine richtige Liebe zwischen Ali und Abu Bakr und Umar und Uthman. Aber بشيئتي هداهم الله والله هداهم الله. Und auch الإمام موسى الكاظم ist auch ein Imam von denen. Er hat auch eine Tochter heißt عائشة رضي الله. Aber die verstecken solche Sachen bei den Leuten, die normal sind, die kein Wissen haben, die einfach blind folgen. Nummer 3, die dritte Frage. تزعم الشيعة شيئتن بدنكن دس أبو بكر وعمر وعثمان كفار زند. تزعم الشيعة أن أبا بكر وعمر كافرين ولكن عليا رضي بخلافتهما وبايعهما الواحد تلو الأخرى تلو الآخر. دداغن دس normalerweise muss Ali erster Khalifa sein. Aber Ali war zufrieden mit Abu Bakr. Er hat gesagt, okay, Ubayyuk. Und dann auch, der war auch zufrieden mit Umar. Und dann auch genauso, Bayya auch kadalik Uthman. Ali, Ridwanullahi, Ajma'in. Jetzt gibt es eine Frage. ولم يخرج عليهما وهذا يلزم منه أن عليا غير معصوم. Das heißt, hier was kann man also lernen, warum hat Ali Bay'a für Abu Bakr gemacht und auch für Umar gemacht und auch für Uthman gemacht. Und die Schiiten, die glauben, dass Ali ist معصوم. Heißt das, der hat Al-Munkar gesehen, hat er nichts gemacht. Das heißt hier, Achi, Ali war richtig zufrieden mit diesen drei Khulafa, radiyallahu anhum. Was noch? Nummer 4 jetzt. يعتقد الشيعة أن الإمام معصوم من الجهل والخطأ والنسيان. Der macht, der ist nicht vergesslich, der ist richtig, also fehlerfrei. والذنوب, also sündenfrei. ويعلم الغيب المطلق, diese verborgen, der weiß alles. إذا كان الشيعة, wenn die Schiiten so glauben, أن عليا إمام معصوم ويقولون أنهم يعلمون متى يموتون. Und die glauben, die Schiiten, dass die Imamen, die wissen genau, wann die sterben.
وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم وهذا كذب. Und die glauben auch, die sind auch freiwillig, ob die noch am Leben wollen oder sterben. فالذي يخير نمر عند الموت هم الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل فقط. Hier kommt. في قال المجلسي المجلسي الشيعي في كتاب بحار الأنوار حديثا عجيبا. أعطى عن حديث غير شيء كوميش اسم الله. حيث يقول لم يموت شمل لم يموت إمام إلا مات مقتولا. لم يموت إمام إلا مات مقتول. على إمام دي ديزتفل إمام دي زينت دي فولن قتوتت ورا دي هابن جفت جنومن ونطان مشتور. Einer von beiden, entweder getötet, also jemand kommt und tötet sie, oder haben die Gift getrunken, oder so ist das, so ähnlich. أو مسموما. وهنا السؤال. Hier haben wir eine Frage. Okay? إذا كان الإمام يعلم الغيب, wenn dieser Imam غيب kennt. ولا شك أن الطعام المقدم له مسموم. Du weißt genau, wenn zum Beispiel da bringst du mir das Wasser und ich bin ein Imam. Und die Schiiten, die glauben, dass ich Reib kenne. Und hier steht Gift. Was soll ich machen? Wenn ich das trinke, was heißt das? Selbstmord, oder? Das ist Selbstmord. Das, ich weiß genau, warum ich kein Reib. Ich weiß was. Entweder, die Muslims uns sagen, die Schiiten, entweder die Imame, die wissen kein Reib, oder die sagen, die müssen auch uns sagen, dass die haben alle Selbstmord gemacht. Warum? Weil die weiß genau, dass sie Gift ist und dann hat getrunken. Und qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, an qatil nafsahu fi nar. Wenn jemand Selbstmord gemacht hat, der ist in Feuer, in Jahannam. Naam. Okay? Habt ihr verstanden, Achilles? Das heißt also, einer von beiden, entweder die müssen die Schiiten zugeben, dass diese 12 Imamen, die wissen kein Reim. Oder die sagen, doch, die wissen Reim. Aber warum? Manchen von denen, warum? Weil die haben gesagt hier, lam yamut imam, alle Imamen, was wir gehabt haben, entweder maktul, wurde getötet, oder giftig. Wir wissen, dass Ali wurde getötet. Sahih. Al-Hussein auch genauso. Aber andere Imamen, die haben Sam, die haben Gift getrunken. Und wenn ein Imam Gift getrunken hat und der kann Reib, warum hat er das getrunken? Und wenn er das getrunken hat und der weiß genau, das heißt, hat er Selbstmord gemacht. Und wenn du Selbstmord gemacht hast, das heißt, du bist in Jahannam, kama qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wie können die jetzt die Schiiten sagen, dass die Imame von denen sind in Jahannam? Das kann nie sein. Nummer 5. Also die Frage Nummer 5. يزعم الشيعة أن فاطمة رضي الله عنها التي بضع من الرسول صلى الله عليه وسلم تخطف من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كذلك العفيفة. Die ist auch eine Frau von den besten Frauen, was in dieser Welt war. Die haben gesagt, nach Tod von الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليها أبو بكر. أبو بكر kam zu dir und hat sie richtig geschlagen. Sogar auch sie war schwanger und kam runter diese Baby, was sie gehabt hat, als Abu Bakr radiyallahu anhu die geschlagen hat, Abtreibung auch passiert. Wie kann das Achi sein, Abu Bakr schlägt Tochter von Rasul sallallahu alaihi wa sallam? Wenn auch das passiert ist, was ist mit Ali? Ali war auch am Leben und der ist ma'asum. Und der ist richtig mutig. Wie kann das sein? Wir haben keinen einzigen Beweis und wir haben auch sogar auch keinen einzigen Beweis, dass Ali radiallahu anhu mit Abu Bakr Streit gehabt hat. Wenn wir einen einzigen Beweis haben, die können uns auch das zeigen. Subhanallah. Nummer 6.
Frage Nummer 6. ذكر الكليني في كتابه الكافي. Wir haben gesagt, dass Al-Kafi ist genau wie bei uns Sahih al-Bukhari. عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام وأن عندنا لمصحف فاطمة. Er gesagt, wir haben مصحف فاطمة. مصحف فاطمة, nicht das Koran, was wir haben. Andere Mus'haf, das heißt, es ist dreimal diese Mus'haf, diese Kitab, was wir jetzt haben. Das heißt, mehr als 18, mehr als 18.000 Verse. قال, عندنا وإن عندنا لمصحف فاطمة. قال, قلت وما مصحف فاطمة؟ Was heißt مصحف فاطمة? Was ist das? قال, أبو بصير. Dieser Abu Basir sagt, dass Abu Abdillah alayhi salam, Abu Abdillah ist auch ein Imam von denen. قال مصحف فيه مثل قرآنكم dreimal. Das heißt, unser Koran, was wir haben, dreimal, das heißt, Koran ist komplett dreimal jetzt. 18.000 Verse. والله, schau mal jetzt, والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. Ich schwöre, wallahi, es gibt kein einziges Buchstaben, was ihr habt im Koran. Nichts. Das heißt, was diese Koran, was wir haben bei Schiiten, die glauben daran nichts. Die haben nur eine Sache, muss man auch extra machen, heißt At-Taqiyya. At-Taqiyya ist Nifaq, sag mal so. Wenn ich vor dir bin, ich sage, was du willst. Aber wenn ich hinter dir ist, ich habe meine richtige Glaube. At-Taqiyya, das werden wir auch, inshallah, irgendwann auch machen. Okay? والسؤال هنا. Wenn مصحف فاطمة gab. Unsere Frage. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا المصحف? Ob الرسول صلى الله عليه وسلم hat er auch gewusst, dass auch مصحف فاطمة gibt? Oder nicht? Wenn die sagen, doch. Wenn die sagen, wenn die Schiiten sagen, doch, der hat auch gewusst, dass auch ein anderer مصحف gab. Wie kann das sein? Das heißt, Fatima hat auch Koran bekommen als Wahid. Wenn auch das nicht, sag mal, gab und Ar-Rasul hat er nicht gewusst, wie kann er nicht das wissen? Und sagt ihr, dass Ali und Al-Hassan und Al-Hussein und andere Imamen, die wissen, Reib, aber Ar-Rasul nicht. Wie kann das sein? Oder wenn auch Mus'haf Fatima gab, warum hat auch Rasul uns nicht das gezeigt? Wallahu ta'ala yaqul azza wa jal, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalahu. Allah azza wa jal hat ihm gesagt, balligh, gib weiter, also verbreite, was ich dir also gesendet habe, meint er Allah azza wa jal al-Quran. Das heißt hier, die يفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم. يفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم. Frage Nummer 7. في الجزء الأول, erste Teil, bei Al-Kafi للكليني, ذكر أسماء الرجال. Schau mal, die Leute, die Hadithen überliefert haben. Bei uns hörst du an Abi Huraira Tarallahu. Ja? Das ist eine Kette. Bei denen auch, schau mal, hört ihr richtig. Ja? Dakar, die Leute, diese Kette. Dakar, al-Rijal al-Ladina naqalu al-Shi'a ahadith al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bei denen findest du kein Sahabi. Kaum, dass du ein Sahabi findest in ihrer Kette. Warum? Weil alle Sahaba sind Kuffar außer 6 oder 7. Ja? Sonst nichts. Findest du kein einziger Hadith. Steht Name von Abu Bakr oder Ali oder Abu Huraira. Nicht, warum? Weil bei denen ist, alle sind Kuffar. Aber hier hört ihr mal richtig. Die Leute, diese Rijal, diese Männer, die Ketten sind, in diese Ketten sind. Mufaddal ibn Umar. Okay? Ahmed ibn Umar al-Halabi. Umar ibn Aban. Umar ibn Uzayna. عمر ابن عبد العزيز، إبراهيم ابن عمر، عمر ابن حنظلة،
موسى بن عمر، العباس بن عمر. Was habt ihr verstanden?